van Uhm, Landschaftsfotografie. Bäume, Stille und Erhabenheit. Etwa 40 Werke gibt es derzeit im Kunstmuseum Schwan zu sehen. Fotografie entwickelte sich ab 1826 in einer rasenden Geschwindigkeit. Mit der Zeit entstand ein Wettstreit zwischen Fotografie und Malerei. Schließlich wurde die Fotografie als schöpferisches Medium und als Gattung der bildenden Kunst angesehen. Wir wollen eigentlich dieses Thema für unser Haus erschließen und haben gedacht, dann fangen wir doch mal mit einem zeitgenössischen Künstler an und schauen uns mal an, wie das denn heute ist mit der Fotografie und der Malerei. Und wir finden, dass mit in den Gemälden von André van Uhm diese malerische Komponente besonders stark ist. Ja? Und deswegen fanden wir, ist die Idee entstanden, seine Werke an den Anfang dieser Thematik zu stellen. Der gebürtige Thüringer André van Uhm war in seinem ersten Leben Landschaftsarchitekt, so sagt er. Dann begann er langsam zu fotografieren, stellte zuerst bei Ärzten im Warteraum aus und fand heraus, dass diese Art des Kreativseins ihn schwer begeistert. Mein Highlight oder den ganz großen Sprung auch in der Wahrnehmung für mich als Künstler habe ich gehabt mit diesen Ivenacker Eichen. Wo ich dieses Suchen nach Schönheit, dieses Extrahieren von Natur, dieses Verfälschen von Natur auch auf die Spitze getrieben habe, indem ich die Bäume ja auch aus dem Wald genommen habe. Also der ein oder andere Baum dieser Ivenacker Eichen steht ja auch direkt auf einer Lichtung im Wald. Und deshalb sind die mir am liebsten und auch sehr exponiert in meinem Werk. Hier in der Ausstellung geht es um die ideale Landschaft. Der Künstler beschreibt sich als Jäger und Sammler von Fotos von Landschaften und Bäumen. So lange, bis es an seine Auffassung des Idealen heranreicht. Besonders ragen die winterlichen Landschaften heraus. Ja, Schnee deshalb, weil es die Möglichkeit bietet, sehr fokussiert zu arbeiten, sehr grafisch zu arbeiten. Das ist mir sehr wichtig, dass mit ganz wenig Mitteln geguckt wird. Ich habe mal ein Buch gelesen, Terre des Hommes, von diesem kleinen Prinzen-Schriftsteller Saint-Exupéry. Und da heißt es an einer Stelle, dass die Vollkommenheit im Weglassen liegt. Und dieser Satz hat mich so begeistert, dass da gleich eine Serie dann auch draus wurde, nämlich die Serie Schneeweiß. André van Uhm lebt sowohl in Woserin in Mecklenburg als auch in Berlin-Prenzlauer Berg. Er war von 2012 bis 2019 im Vorstand des Künstlerbundes Mecklenburg-Vorpommern. Seine Arbeiten sind nicht nur in öffentlichen, sondern auch in privaten Sammlungen zu finden. Ein beeindruckender Blick in die Welt der Fotografie und der Kunst.